Ho, ho, ho! Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn heute ist Weihnachten. Ho, 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 ho! Adi, Adi, Schatz, alles Gute! Wir werden jetzt erstmal den Adi seinen Adventskalender rausholen, denn der Adi bekommt zuerst Geschenke. Es ist ja auch Weihnachten. Deshalb werden wir mal hier gucken und schaut euch dieses extra große Türchen an für den Adi am 24. Wir wollten aber auch schauen, was den ganzen Monat in diesem Kalender verborgen war. Wir haben Knusperkissen reich an Huhn. Wir haben Knusperkissen mit Rind und Malz. Wir haben Knusperkissen mit Lachs und Knusperkissen mit Huhn und Käse. Da freut sich der Adi. Vor allem die mit Huhn sind nur einmal drin. Wird das die 24 sein? Wir öffnen die 24, reißen dieses große Türchen ab. Der kommt weg. Das ist eine Tüte, die übrig geblieben ist für den Adi Schatz. Was ich immer noch nicht verstehe, da die Packung so groß ist, da waren bestimmt zwei Tüten drin. Und der Adi hat mittlerweile eine Tüte rausgenascht, denn er hat ja am Anfang, als er den Kalender schon geöffnet hat, du kleiner Bub, da hat er ja schon genascht, ja, da hat er schon eine Tüte vom Kalender genascht und dann hat eine Tüte gefehlt, aber irgendwie waren jetzt doch alle Tüten vollzählig. Wie geht das denn? Man weiß es nicht genau, meine Damen und Herren. Diesmal lassen wir den Adi auch in Ruhe fressen. Adi, friss! Friss, als gäbe es kein Morgen! Friss! Oh, zwei Bröckchen sind noch da, aber auch die sind gleich geschwind verschwunden. Das heißt, der Adi Schatz ist jetzt satt, der legt sich jetzt schlafen, der bettelt jetzt wieder, dass er raus darf und setzt sich zur Tür. Und wir kommen zu unserem Highlight, nämlich dem 24. Türchen auf dem Bierkalender. Wer braucht schon den Advent, wenn es Bier gibt? Genau. Wir drücken mit unserem Weihnachtsdaumen die Weihnachtstür ein, öffnen das Weihnachtsversteck und sehen schon eine rote Zipfelmütze. Jetzt ziehen wir nicht an der Mütze, sonst geht diese flöten, das Bier aus dem Kalender und haben unseren kleinen Bruder gefunden. Na? Wie geht es dir, mein kleiner Bruder? Trink mich, sprach er jedes Jahr. So werden wir die Mütze entfernen. So, die kann man ja woanders noch drauf tun, ne? Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall ist das wieder ein schönes Santa Goes Gypsy Brewing Bad Santa Christmas Special. Und Gott verdamme ich nochmal, das sieht genauso aus wie letztes Jahr. Und wie das Jahr davor, nur, dass sie einfach eine 21 wie hier oben hinschreiben. Also, da bin ich jetzt aber positiv enttäuscht. Nicht überrascht. Damit habe ich ja gerechnet. Wir schauen mal hier oben auf den Deckel, da steht BS, Back Suplex auf jeden Fall. Dann habt ihr eben Edition 21, dieses S mit diesem Teufelshörnchen oben drauf. Hier habt ihr Bad Santa Christmas Special. Das sieht erstmal gut aus, aber dann seht ihr, das ist das Bild. Da ist der Weihnachtsmann irgendwo im Wald, verbrennt sein Rentier, röstet sein Rentier und wird es dann fressen, während er selber mit einer Zigarre in der Ecke liegt. Aber genau dieses Bild haben wir letztes Jahr gehabt. Haben wir vorletztes Jahr gehabt? Haben wir dieses Jahr? Liebsten würde ich es gleich aus dem Fenster werfen, vor lauter Wut. Aber es ist Weihnachten, deshalb werden wir auch dieses öffnen und trinken. Jährlich besucht Bad Santa eine neue Brauerei und lässt sich dort seine Fläschchen füllen. In diesem Jahr führte ihn sein Weg nach Traunstein zur Privatbrauerei Schnitzelbaumer. Oh, mit Schnitzelgeschmack.
Mit dem dortigen Braumeister tüftelte er an einer exklusiven Rezeptur. Entstanden ist ein festlicher dunkler Weihnachtsbock. Mit 6,2%, da zieht's dir das Zibbele aus. Moment. Weitere Informationen zu diesem Bier, das ist egal. Da haben sie natürlich keine Zeit gehabt, ein neues Etikett zu entwerfen, weil sie nur am Testen waren von diesem Bier. Ich würde deshalb für das Etikett sage und schreibe 0 Punkte geben. Ja, wir müssen jetzt... Wie viel? Eigentlich müsste man dieselben Punkte geben wie letztes Jahr und vorletztes Jahr. Ich weiß es aber nicht mehr, deshalb gebe ich insgesamt vielleicht 3 Punkte. Es sieht ein bisschen weihnachtlich aus, aber es reißt mich nicht vom Hocker, vom Klodeckel meine ich. Und wir werden das jetzt öffnen. Ja, egal, wir machen es jetzt auf. So. Der bleibt auch in der Flasche, das ist schon mal sehr gut. Wir werden ihn jetzt einfüllen. Ein kleiner dunkler Bock. So, Adi, bist du auch ein kleiner Bock? Auch ein kleiner dunkler. Und das sieht schon auf jeden Fall sehr gut aus, wie eine Flasche Cola. Trinkt ihr auch Cola? Dann bitte nicht. Das ist viel zu süß. Das ist auch ungesund. Das werde ich auch jedem Kind erzählen. Cola zu Weihnachten. Die mit ihren Cola-Trucks, das ist gar nicht das richtige Weihnachten. Das ist nur eine Firma, die versucht, Zucker an das Volk zu bringen. Das ist jetzt das eingeschenkte Bier. Wir bewerten natürlich die Farbe. Sehen hier, dass wir nichts sehen. Wir können kaum durchgucken. Das ist auf jeden Fall richtig brutal. Ich würde eine 4, also 4 Punkte für die Farbe geben, weil es so kräftig überzeugend daherkommt. Aber mich jetzt nicht an ein Bier in dem Sinne erinnert. Kommen wir zum Geruch. Geruch. Ich rieche meinen Bart. Moment. Ich rieche meinen Bart Teil 2. Und ihr werdet es schon wissen. Nein, ich überrasche euch jetzt. Ich rieche gar nichts mehr. So, Geruch würde ich eine... Ich werde auch eine 4 geben, weil mein Bart riecht sehr gut. Der riecht auch sehr süßlich, ne? Deswegen gibt es hier eine 4 für den Bartgeruch. Ich nehme eine süße Schnitzelnote heraus. Das heißt, wir kommen noch zum Tasting und müssen jetzt das Bier auch noch trinken. Boah, da tropft mir schon der ganze Hand, ne? So, Moment. Einmal den Mund noch säubern. Damit wir das Bier nicht und jetzt einmal probieren. Ja, das schmeckt sogar dem Weihnachtsmann. Ho, 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 ho. Wir werden nochmal, ich kann auch nichts sagen, wir werden nochmal einen Schluck nehmen. Einen großen Schluck am besten, dann haben wir es hinter uns. Jetzt wäre ich fast erstickt an meinem Bart, da ich gar nicht durch die Nase atmen konnte beim Trinken. Ich muss sagen, man kann es trinken. Es hat einen recht angenehmen Geschmack, vielleicht ein bisschen säuerlich, ein bisschen herb dann im Abgang, aber insgesamt scheint es doch ein gutes Bier zu sein. Ich würde trotzdem aber nur 4 Punkte geben. Da diese herbe Note im Abgang noch ein bisschen stark ist, aber es ist ja auch ein dunkles Bock. Und bevor jetzt hier der große Weihnachtsauswurf startet, würde ich sagen, war's das von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, im nächsten Jahr natürlich. Bis dahin, peace out, Vorhaut oder festliche Weihnachtshaut, je nachdem, euer Ramses. Mann,
Ciao, wo ist der Adi? Adi, sag nochmal Tschüss für die Zuschauer. Adi, Schatz, sag's nochmal Tschüss. Adi, Schatz, Tschüss. Tschüss, Adi, Schatz. Boah, das schmeckt mir. Hilfe, Hilfe. Der Kauz, der beißt mir Ohr. Hilfe. Adi, Schatz. Ah. So, bis nächstes Jahr ans Weihnachtenfest gedacht.